Alle sofort da. Boost your sales. Also ihr merkt schon, es geht hier, wir haben es eben schon gesagt, amerikanische Verkaufsveranstaltung, ich stehe gleich alle auf den Tischen, halte Schilder hoch mit Checks. Ich habe so und so viel Millionen Umsatz gemacht. Also es wird halt alles sehr plakativ, es wird total amerikanisch. Es geht nur um geil, geil, geil. Worum es genau geht, schauen wir uns mal jetzt an. Was machen wir? Was springt für euch dabei raus? Der Anlauf-Teaser war, wie bringe ich denn meine geilen Konzepte an den Mann? Wie verdammte Scheiße erreiche ich, dass der mein Joomla-Ding kauft? Wie werde ich steinreich im Internet? Wir hatten gerade schon diese PDF-Ratgeber, wie man steinreich im Internet wird. Wir gehen aber ein bisschen von weg. Betrachten mal so die Gefühlswelt dessen, der denn da eure geilen Konzepte kaufen soll. Warum tut er das oder warum tut er das nicht? Und was hindert euch, auf dem Weg dahin zu kommen? Und für wen ist das geeignet? Also, ihr wollt verkaufen, gut. Ihr wollt eure Projekte umsetzen für Lau, für Vereine oder für Geld. Seid ihr richtig? Und ja, wenn dabei so viel Geld überbleibt, dass ihr heute Abend mit uns einen saufen gehen könnt, alles klar. Erstmal zu mir. Das bin ich, 49 Jahre alt, bisschen Sport gemacht, bis ich dann zum Titanman wurde. Ich versuche jetzt gerade wieder Sport zu machen. Mache alles Mögliche im Rahmen von Vertrieb, komme eigentlich aus der technischen Schiene, aber mehr Elektrotechnik. Das war mein erstes Leistungsfach im Abitur und habe danach extrem viel gemacht über Vertrieb, Marketing im Großkonzern, Riesenbaukonzern, in der Gastronomiebranche, Diskothekenkette bis hin dann zu Marketing und Vertrieb im eigenen Unternehmen. Moin. Und ja, das ist alles irgendwie sehr spannend. Aktuell mache ich sehr viel im Bereich Projektmanagement, Site-Maintaining, aber auch im Bereich Programmierung, kleinere Sachen. Ich bin da mehr der Handsome-Typ. Wenn es schwierig wird, gibt es anderen. Ist übrigens ein gutes Konzept, solltet ihr ausprobieren. Und ja, viele aus dem Netz kennen mich in der Joomla Dach Group. Ich rede Klartext. Ich kann auch diplomatisch, ist aber mehr Fremdsprache bei mir. Also von daher, ihr werdet euch fragen, was dieses Bild da soll. Ja, das bin ich. Ich habe früher als DJ gearbeitet. Und wir werden feststellen, dass das, was ich da gelernt habe als DJ, eine ganz wichtige Komponente dessen ist, was euch daran hindert, eure geilen Konzepte an den gut zahlenden Kunden zu bringen. Warum, werden wir nachher erfahren, aber aus diesem Grund ist genau dieses Bild da. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ihr hier erwartet. Wenn ich mir die Anzahl der Leute hier ansehe, die hier sind, habe ich die Befürchtung, ja, Bargeld erwartet? Gibt's nicht. Ihr erwartet wahrscheinlich gleich so richtig geile Marketingphrasen, die ihr den Kunden um die Ohren hauen könnt und sagen, ja, und deshalb und Joomla und geil und überhaupt das Beste. Und ihr erwartet halt die ultimativen Lösungen, warum ist Joomla besser, und der Kunde unterschreibt sofort den Vertrag. Können wir machen. Gibt ein paar einfache Sachen. Mehrsprachigkeit ist im Core, kann WordPress zum Beispiel nicht. Wir haben gutes Benutzermanagement, flexible Nutzung der Inhaltstypen, wie Module, Content, Extensions etc. Multi-Template-Fähigkeit können auch nicht so viele CMS-Systeme. Moderne Codebasis, besser als viele andere. Ist trotzdem einfach zu bedienen und zu verwalten. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch kommen werden. Und jetzt werden viele von euch sagen, hä? Weiß ich das schon alles? Was soll das? Kann ich jetzt wieder gehen? Könnt ihr probieren. Die Frage ist, warum ihr noch nicht steinreich seid. Irgendwas. Entweder ist es nicht das Geheimnis, diese Buzzwords zu kennen und zu wissen, was brauche ich denn für geile Argumente für Joomla? Wir werden feststellen, es ist was anderes. Das Problem ist ein anderes. Matratzen. Wir reden über Matratzen. Matratzen kennt jeder von euch. Echt, ohne Matratzen läuft doch nichts, oder? Geht nichts über einen guten Schlaf. Gut, der ist für Entwickler und Grafikdesigner dann halt auch mal sehr kurz. Sie schlafen auch viel tagsüber, weil da nicht so hell ist draußen und so. Und ja. Warum reden wir aber über Matratzen, werdet ihr jetzt sagen? Das Problem ist folgendes. Der Bruce Lee, der hat mal gesagt, ihr müsst den Becher leeren.
Gut, es war nicht Bruce Lee, es war ein Japaner oder Chinese und es war ein Film. Aber Becher leeren ist gut, weil wenn in so einem Becher Wasser drin ist, passt kein Bier rein. Und das wäre schade für so ein Glas und vor allen Dingen für das Bier. Das Problem ist, dass ihr beim Thema Webdesign, Marketing und Verkaufen und gerade wenn es um Joomla geht, den Kopf voll habt. Ihr habt eure eigenen Ideen, ihr beschäftigt euch den ganzen Tag damit und wenn ich irgendwas sage, werdet ihr sofort drüber nachdenken, aber ich habe und da habe ich und überhaupt und ist das denn so richtig? Und deshalb mogel ich mich jetzt in euren Kopf. Und Warnung, die nächste halbe Stunde wird sehr plakativ. Sehr krass plakativ. Weil ich werde versuchen, in euren Kopf reinzukommen und versuchen, dass ihr Assoziationen entwickelt, was euch vielleicht daran hindert, beim Kunden erfolgreich zu sein und beim Kunden eben euer Projekt abzuliefern. Und deshalb wenden wir uns jetzt mal dem Matratzenverkäufer zu. Und da oben steht drüber Stereotypen. Also bitte, wenn ihr gleich Typen seht, natürlich sind das Stereotypen, ganz bewusst. Krass übertrieben. Das hat wieder was mit Gender-Bashing zu tun oder sonst irgendwas. Die Auswahl ist rein zufällig. Die Typen sind krass übertrieben. Aber wir wollen uns halt anschauen, wer verkauft welche Matratze. Das soll natürlich möglichst lebensecht sein. Deshalb machen wir das jetzt mal dann auch richtig. Wer verkauft welche Matratze? Da ist er, der Bernd. Bin sofort bei euch. Bernd ist ein Typ, der verkauft schon ewig Matratzen. Bernd kann das. Bernd weiß Bescheid. Bernd war früher Autoverkäufer, macht nebenberuflich auch Deo-Sticks. Bernd kann das. Bernd in dem Laden, ihr kommt rein. Bernd guckt sich an. Du? Matratze, ne? Sehe ich sofort. Hier, geile Matratze. Beste Teil, was wir haben. Super. Ja, 980 Euro. Komm, für dich 950. Packst du ein, zwei Stück? Drei. Günstiger. Ja, so habe ich dich jetzt nicht eingeschätzt. Also günstiger, ja. Puh, okay. Aber es ist halt geile Matratze. Du bist ein geiler Typ, geile Matratze. Echt. Das ist die Matratze. Ja, ich zeig dir auch ein paar andere. Gut, alles klar. Das ist Bernd. Also, der weiß genau, was für dich in Frage kommt. Der ist der Fachmann und da sind auch irgendwie Zweifel nicht angebracht. Die kann ich jetzt nicht so gut. Diana. Diana ist top informiert. Diana ist immer, die ist immer adrett, die ist immer pünktlich, die weiß alles. Und die muss dir das auch erzählen. Die kennt echt jede Matratze. Von vorne bis hinten, die hat die gesamte Sammlung von Haustext zu Hause, Europas führendem Fachmagazin, die weiß wirklich alles. Und die erzählt dir das auch. Die zeigt dir jede Matratze, sagt dir zu jeder Matratze, was super gut ist und super wichtig ist, welche du nehmen sollst. Gucken wir mal, finden wir schon raus. Du warst 2 Stunden im Laden und weißt immer noch nicht Bescheid. Dann haben wir ihn hier. Moment. Den kann ich wieder einigermaßen. Das ist Georg Grafenfels. Die Nachnamen sind Programm. Wenn ihr euch mal mit Matratzen beschäftigt, werdet ihr was feststellen. Der Procurement Provider unter den Matratzenverkäufern. Der kann alles. Geile Matratze, besorge ich dir guten Preis, kannst du haben. Ich besorge dir die beste Matratze, wo es gibt. Pass auf, habe ich hier. Katalog, kannst du gucken. Ich besorge dir alles. Bester Preis. Also wirklich, kannst du auch 4 Stück haben. Überhaupt kein Problem. Du kriegst die Matratze von mir. Ja, Problem. Hallo, ey. Kriegst einen guten Preis. Und ich besorge dir alles. Kannst du zu Hause Problem, oder? Nimmst dein Mäuschen mit, machst Problem. Das ist Georg. Georg ist wirklich der Typ, der besorgt wirklich jeder Matratze. Und auch zu wirklich dem besten Preis. Das hält er auch. Ja, aber ausprobieren geht bei Georg nicht. Und jetzt werden wir halt relativ langweilig. Das ist Shirin. Shirin Schlafschatz kommt halt morgens, so um 8 Uhr da.
Alarm macht um 9 auf. Bist zufrieden. Und Shirin, wenn du reinkommst, spricht dich erstmal an. Er setzt euch hin, trinkt einen Kaffee. Und Shirin fragt dann erstmal, was du denn willst. Neue Matratze ist klar, aber was stört dich bei deiner alten? Ist sie jetzt nur durch? Hast du gut drauf gelegen? War alles in Ordnung? Wenn nein, wo sind die Probleme? Was ist da? Die erkundigt sich halt nach dir. Komplett langweilige Geschichte. Sitzt da, kein Erlebnis, keine geilen Matratzen, kein Typ, der dir alles verkauft. Halt einfach nur, du musst erstmal sagen, was du willst. Und dann guckt sie und sagt, naja, okay, jetzt haben wir da zwei, drei Optionen. Das ist die Matratze, die eine, die würde auch noch in Frage kommen. Dann haben wir auch noch eine Budgetlösung, die ist ein bisschen günstiger. Da können wir mit arbeiten, die löst so ein bisschen. Klar, hochwertige Lösung ist, wäre in dem Fall das. Gehen wir mal rüber und machen Probeliegen. Öde. Echt öde. Die Frage ist nur, bei wem kaufst du? Bei wem kaufst du deine Matratze? Echt? Aber das ist doch langweilig. Ja, mag sein. Dir ist aber schon aufgefallen, dass sie die Werbung zweimal haben ändern müssen. Weil es war dann erst die beste jemals getestete Matratze und dann die meistverkaufte Matratze. Und ganz zu Anfang die Antikartellmatratze. Was auch immer. Und jetzt überlegen wir mal, was für Stereotype sind denn wir? Wie gehen wir zum Kunden? Oder was passiert, wenn der Kunde zu uns kommt? Meist gehen wir ja zum Kunden. Und ja, da gibt es verschiedene Varianten. Was kommt am Anfang? Der Kunde ruft an oder hat angerufen und der will was. Wenn es optimal läuft, eine Webseite. Oder noch den ganzen Plumperquatsch drumherum. Ja, cool. Jetzt die Frage ist, wie bereite ich mich vor? Was mache ich? Ehrlich, hör mal, ich arbeite schon so lange mit Joomla und ich verkaufe so viele Webseiten. Ich mache das schon ewig. Also, ich fahre da hin, dann gibt er mir sein Design-Manual, hier sein Handbuch und dann bastel ich dem was. Und, ja, und im Notfall, wenn der jetzt noch irgendwie so einen Shop will, da kenne ich halt den Ufuk. Der Ufuk kann Shops. Dann bastelt der Ufuk Shops. Ich kenne jeden. Ich kann alles besorgen. Hallo Bernd, Tag Georg. Können alles besorgen. Wir haben das schon 100 Mal gemacht. Wir haben festgestellt, bei Bernd oder bei Georg kaufen wir nicht. Sollte uns zu denken geben. Okay, nochmal von vorne. Ein Kunde hat angerufen, neue Internetseite, oh mein Gott, Auftrag. Sofort Portfolio überprüfen, da müssen alle und die neuen Projekte müssen da rein und dann muss ich nochmal hier und da und vielleicht kann ich das noch mit reinnehmen und das gut. Und das muss ich dem Kunden unbedingt sagen. Und wie waren nochmal diese ganzen, diese Marketing-Buzzwords? Und was muss ich da alles lernen? Ich muss da mal diesen ganzen Marketing-Sprech. Da ist bestimmt auch der Typ aus dem Marketing dabei. Mit dem muss ich auf einer Augenhöhe reden. Und das muss ich denen auch alles erzählen. Ich muss denen alles erzählen, was ich weiß. Ne? Weil ich will ja nicht unprofessionell sein. Wir haben das eben schon mal gehört. Aber da ging es um Matratzen. Und es war scheinbar auch nicht die Frau, bei der wir gekauft haben. Das war unsere gute Diana, die alles wissen muss, über alles Bescheid wissen muss und das auch erzählen muss. Und ihr werdet feststellen, das wird auch nicht der Weg zum Erfolg sein. So werdet ihr, wenn ihr den Kunden totlabert und selbst wenn ihr mit seinem Marketingmann auf einer Augenhöhe seid, ihr werdet die Seite nicht verkaufen. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, wenn es keine Alternativen gibt. Oder die wirklich bedingt gewillt sind, euch länger zuzuhören und dann vielleicht auch noch Zeit über ist, dass ihr zu anderen Sachen kommt. Machen wir mal
Wie geht's los? 4.0.x. Okay. Background Check. Ich fange an zu gucken, mit wem habe ich hier überhaupt das Vergnügen? Mit wem habe ich zu tun? Wer ist das? Was tut der? Was hat er im besten Falle für Ansprüche? Was kann ich allein aus seiner Existenz schon rauslesen, was für den wichtig ist? Und was kann ich aus dem, was er mir am Telefon oder in der E-Mail erzählt hat, schon rausfiltern? Was könnten wichtige Anforderungen sein? Womit könnte ich den kriegen? Was ist für den wichtig? Bestes Beispiel, Anfrage von einem Kunden oder einem potenziellen Kunden, der sagt, ja, wir wollen mal so ein bisschen unser Design auffrischen auf der Webseite und da würden wir euch gerne mal einladen zu einem Gespräch und dann mal gucken. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, ein bisschen auffrischen, das ist schon eine bestehende Joomla-Seite, da können wir relativ wenig am System ändern und ja, Design auffrischen, ehrlich. Das kann jeder Mediendesigner, der jetzt von der Schule kommt und für 3,50 Euro die Seite macht. Wir wollen aber für 3,50 Euro nicht arbeiten. Wir wollen eine Internetseite für 3.000 oder 4.000 oder 5.000 Euro verkaufen. Was also könnte sein, was die wollen? Und dann haben wir uns seine Webseite angeguckt und haben gesagt, okay, was die gemacht haben, ist komplett aus ihrer Innensicht raus eine Internetseite mit Inhalten zu füllen. Aber da hat sich niemand darüber Gedanken gemacht, wie ich jetzt den Kunden dazu kriege, hier mal drauf zu klicken und sagen, schick mir mal Informationen oder ruf mich mal an. So ein Ding zu machen, den Nutzer zu führen, da hat keiner darüber nachgedacht. Also sind wir in das Gespräch gegangen und gesagt, ja, an der Optik können wir feilen, aber was viel wichtiger ist, habt ihr euch schon mal damit beschäftigt, wie denn eure potenziellen Kunden an euch rankommen, was ihr in die Internetseite dafür tun kann? Dann haben die es angeguckt wie Autos und haben gesagt, nee, aber guter Ansatz. Und dann haben wir über Analytics gesprochen und zu gucken, AB-Testing etc. Der Kunde hat überhaupt nicht mehr über sein Design, das war nur noch ein Nebenthema. Haben wir gesagt, mach mal mit, kriegt ein neues Design-Manual, wir bleiben ein bisschen beim alten Branding, bauen auf. Der hat überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, zu vergleichen, weil wir einzigartig waren, weil wir ihm was angeboten haben, von dem er überhaupt nicht wusste, dass er das eigentlich wollte. Aber er hat es festgestellt, weil es war offensichtlich. Und das ist eben der Punkt, lern deinen Kunden kennen, bevor du dahin fährst. Zumindest mal grob. Weil du hast, wenn du da hinkommst, hast du auch nur zwei Aufgaben. Eigentlich ist es eine Aufgabe. Zuhören und verstehen. Du kommst zum Kunden, hast einen gewissen Background-Check gemacht und weißt, mit wem habe ich zu tun, wer ist das? Was ist das für ein Typ? Für eine Frau, für ein Unternehmen? Und was könnten die gebrauchen und wo könnte es hingehen? Was haben die gesagt, was haben die mir erzählt? Und dann sitze ich da, dann stelle ich mich kurz vor, wer ich bin, was ich tue. Und dann fange ich an und lasse ihn erzählen, was er denn möchte, was seine Probleme sind. Ich gehe mit ihm gemeinsam durch, wie diese Probleme entstehen oder wo er offene Punkte hat, also was er gerne möchte, wie zum Beispiel, dass die Kunden eben nicht so viele Abschlüsse machen und nicht auf der Internetseite irgendwas anklicken und sagen, ja, ich will jetzt buchen oder ja, ich will das machen. Dass da irgendwelche offenen Punkte sind, die einfach für ihn ein Riesending sind. Und da muss ich kundenzentriert arbeiten und zuhören. Ja? Weil es geht nicht um mich, es geht um den Kunden. Und dann brauche ich da auch nicht mit einem riesen Portfolio aufzutreten und dem 100 Seiten zu zeigen, die ich gemacht habe. Weil ich weiß überhaupt nicht, ob das für den relevant ist. Ich bereite ein, zwei Seiten vor. Und wenn der mich fragt, was haben sie denn schon gemacht, dann habe ich Seiten, die in irgendeiner Form für sein Thema relevant sind. Und wenn er fragt, zeige ich sie ihm, ansonsten nicht. Weil warum? Ich will ja erstmal wissen, was er will. Und wenn ich das erfahren habe, was mache ich dann? Ich packe erstmal meine Sachen. Weil ich habe ja gerade erst erfahren, was der will. Wenn das jetzt so eine mickrig kleine Internetseite ist, eine Web-Visitenkarte, klar, dann kann ich ihm grundsätzlich sagen, ja, das wird dann das kosten und die Frage ist, ob das so ein erfolgreicher Markt ist, wenn ich dann für 800 Euro irgendwie so eine Internetseite da zusammenfrickel, wo ich schon mehr Geld verbrate, wenn ich mit dem Kunde rede, an Aufwand. Es geht ja darum, Aufträge zu generieren, die auch mal ein bisschen mehr Geld bringen, ein bisschen mehr Umsatz bringen. Und wo man ein paar Stunden investieren kann. Also sage ich, okay, ich habe alles erfahren, was ich wissen muss. Ich werde mich jetzt hinsetzen, für Sie ein Konzept entwickeln.
Und dieses Konzept werde ich Ihnen dann vorstellen. Und in diesem Konzept werden auch viele Problemstellungen aufgegriffen werden müssen. Das heißt, der wird dir erzählt haben, wer bedient denn diese Seite? Was sind das für Leute? Wie können die arbeiten oder wie wollen die arbeiten? Was sind die großen Probleme bisher? Und da wird sicherlich auch mal das Thema System auftauchen. Und da gibt es halt verschiedene Typen. Der eine sagt dann, ja, womit arbeiten Sie denn? Was sagst du dann? Ja. Kannst du machen. Die Frage ist nur, woher weißt du das? Weil du hast doch gerade erst erfahren, was der für Probleme hat. Du weißt doch noch gar nicht, was das beste Tool für die Lösung dieser Probleme ist. Vielleicht hat er dir gerade erzählt, dass er einen riesen Shop aufbauen will und hat die und die und die und die Problemstellungen. Dann wäre es vermessen zu sagen, ich mache das morgen mit Joomla. Das wäre sogar gefährlich. Weil wenn der sich vorher mal mit irgendjemandem unterhalten hat, dann hat er gesagt, ja, du kannst mit Joomla mal so einen kleinen Shop machen und dann kannst du auch mal probieren, mit Virtual zu arbeiten, wenn du echt so leicht sadistische Veranlagungen hast. Ja? Dann kannst du das auch damit probieren, aber wenn du einen richtigen Shop machst, dann guckst du dir mal Shopware oder andere Geschichten an. Und dann sagt der Kunde, Joomla will er echt machen? Und warum tue ich das? Warum lege ich mich im Vorfeld zu einer Problemlösung auf ein System fest, von dem ich noch gar nicht weiß, ob das die Lösung für das Problem ist? Das ist ja Unfug. Macht mich doch unglaubwürdig, oder? Wenn der Kunde mich fragt, womit arbeiten Sie denn? Dann sage ich, mit dem besten Tool für diese Problemstellung. Das werden wir jetzt rausfinden. Da werde ich ein Konzept verarbeiten und werde gucken, was das ist. Das Schöne an der Geschichte ist, dass für die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu kleinen Konzernen Joomla eigentlich die geilste Lösung ist. Weil wir kommen da nämlich auf Probleme, die wir zum Beispiel mit WordPress gar nicht on the fly aus dem Core lösen können. Weil die meisten wollen nämlich schon multilinguale Seiten. Kann WordPress gar nicht im Core. Und jetzt kann ich natürlich hingehen, wenn ich Keys transportieren will, kann ich mir einen Porsche kaufen mit einer Anhängerkupplung und hinten einen Anhänger für Keys dran machen. Kann man machen, ist geil. Aber ob das die sinnvollste Lösung für das Problem ist, ist was anderes. Da kaufe ich mir lieber einen Kieslaster, da habe ich mehr von. Und genauso sollte man an das Ding drangehen. Und wenn er dann zurückkommt zum Kunden und habt eine Lösung, dann solltet ihr euch auch wirklich darauf fokussieren, Lösungen zu haben und die auch präsentieren zu können, visualisieren zu können. Weil, ja, wie soll ich sagen? Es gibt die Möglichkeit, du fängst an und sagst, ja, dann fragt der Kunde, wie können denn meine Leute die Beiträge einstellen? Ja, das ist hier so, da können die Beitrag schreiben und da gibt es so 1 Million Buttons, wo die hier und das machen können und das machen können. Und der weiß genau, dass er dir im ersten Gespräch gesagt hat, dass die Jungs, die das Ding bedienen und die Texte schreiben sollen, das sind komplette Technik-Legastheniker. Ja? Die tippen auf 3 Tasten und dann ist gut. Dann muss das Ding drinne sein und dann muss das fertig sein. Und die wollen gar nicht so riesig viel. Und dann ist die Frage, brauche ich dann diese Bleiwüste hier? Oder macht das nicht vielleicht eher Sinn, das so zu machen? Jetzt kannst du dem natürlich im Gespräch sagen, ja, im Live-System sieht das nachher alles viel aufgeräumter aus und ist viel klarer. Und dass da oben in der Navigation so 1 Million Elemente sind oder vielleicht nur 3 Menüpunkte, die wir ja auch in Joomla mittlerweile frei konfigurieren können, nach unseren Anforderungen. Das interessiert den Kunden nicht, weil... Übrigens, das geht sogar noch einfacher, wenn wir so machen, mit Lösungen. Der Kunde, und das wolltet ihr auch, der Kunde will Probe liegen. Der will sehen, was er kriegt. Und wenn es nur einfach ein Prototyp ist, der will sehen, wie du später seine Probleme löst. Deshalb müsst ihr euch vorbereiten, ihr müsst gucken. Ihr müsst für das System, mit dem ihr arbeitet, die Variante, die Ausführung erarbeiten, die später das Problem löst. Und das müsst ihr präsentieren können, weil wir haben festgestellt, wenn wir auf einer Matratze nicht Probe liegen können, da kann der Typ mir 100-mal erzählen, das ist der geilste Preis und ich besorge dir jene Matratze. Ich gehe unzufrieden raus, weil ich sage, ja, ich weiß es nicht, ich hätte ja gern mal drauf gelegen. Und wenn ihr dem Kunden erzählt, das ist nachher bedienbar, dann kann der euch das glauben, aber auch nicht.
der will was sehen, der will Ansätze sehen, der will Lösungen sehen. Und wenn es nur ein Prototyp ist, so wird es aussehen, so kommt es hin, das ist die Lösung, die ich euch nachher präsentiere. Und ja, wie gesagt, das kann man halt massiv runter abspecken. Wir sind in Joomla ja in der Lage, das mittlerweile komplett runterzubrechen. Also eine unserer wichtigsten Aufgaben ist wirklich, die Workflows im Unternehmen zu erkennen. Das heißt, was wollen die machen? Was ist deren Ziel? Was sind deren Sorgen, deren Nöte, deren Probleme im Bereich Web? Und aus diesen Erkenntnissen muss ich das so weit runterfiltern, dass ich in der Lage bin, ein Konzept zu entwickeln, was dann auch wirklich nachher im Unternehmen die Probleme löst. Probe liegen. Und das ist der erste Weg, wie ihr wirklich beim Kunden ankommt und in der Lage seid, auch beim Kunden ein Gefühl zu erzeugen, ihr habt euch Gedanken gemacht darüber, was passiert. Und wie wir festgestellt haben, ist das eigentlich das, was der Kunde möchte. Wenn ihr Matratzen kaufen geht, wollt ihr, dass euch jemand zuhört, eure Probleme anhört und für diese Probleme die beste Matratze findet. Und dann würdet ihr gerne auch nochmal drauf liegen und gucken, wie es funktioniert und ob ich mich auf der Matratze wohlfühle. Ob das nachher wirklich die Matratze meines Vertrauens ist. Das werde ich sowieso erst zu Hause feststellen. Weil im Laden liege ich da alleine drauf und zu Hause liegt Schatzi im Arm. Das weiß ich aber als Matratzenverkäufer nicht, welche Schatzi hier liegt, wie schwer Schatzi ist, wie groß Schatzi ist oder ob es überhaupt Schatzi gibt, weiß ich nicht. Das wird sich nachher im Unternehmensalltag rausstellen. Aber wichtig ist wirklich, dass ihr euch diese Workflows anguckt, analysiert und nicht sofort das erstbeste Angebot abgebt und nicht versucht da über Preis und Schickimicki und ich zeige Ihnen mal ein tolles Template, wo hier was blinkt und da was blinkt und hier tolle Sachen sind. Damit werdet ihr euch nur gegen 1000 andere wehren, die genau das Gleiche machen. Die installieren irgendein Ding und zeigen mal, wie toll und dann zeigen sie 5 Projekte, aber die beschäftigen sich nicht mit dem Kunden. Und das ist das Geheimnis, wie ihr Projekte verkauft. Und ihr habt festgestellt, es ging gar nicht um Joomla. Weil es ist völlig unerheblich, welches Tool ihr benutzt. Das Tool muss die Lösung für die Probleme sein und die Anforderungen des Kunden. Und damit seid ihr dann unterm Strich beim Kunden in der Lage, eure Projekte zu verkaufen. Und am besten könnt ihr das machen, wenn ihr die ganze Zeit neugierig bleibt. Und zuhört und analysiert. Das ist mein Geheimnis, von dem ich glaube, dass man damit Seiten an die Kunden kriegen kann. Und auch viele andere Sachen. Hört nicht bei Internetseiten auf, geht weiter über Grafikdesign etc. Das ist Boost Your Sale. Wenn ihr noch Fragen habt, so vielleicht aus dem wahnwitzigen Alltag, egal was, auch gerne nachher noch. Ich meine, wir haben noch Zeit, ne? War, glaube ich, schneller, als ich dachte. So viel dazu geht auch schneller. Ja, falls keine Fragen sein sollten. Darf ich doch was fragen? Ja, frag Ufuk. Der Kunde, der diese Matratze kauft, ist in meinen Augen jemand, der tatsächlich nicht derjenige ist, der richtig viel Geld hat. Weil meine Erfahrung ist, der Kunde, der richtig viel Geld hat, schickt seinen Mitarbeitern und sagt, hol mir die beste Matratze. Ja, ne? Also mit dem Konzept kommt es ja nicht wirklich an die fetten, oder? Was würdest du sagen? Doch, natürlich. Weil wenn der zu mir kommt und sagt, ich soll für meinen Chef eine Matratze holen, dann sage ich, ja, was braucht er denn für eine Matratze? Was hat er vom Schlafen Probleme? Was hat er für X für Probleme? Was will er haben? Wie lang ist sein Bett? Wie groß ist sein Bett? Wie schwer ist seine Frau? Ja, oder wie schwer ist Schatzi? Können ja Unterschiede sein zwischen Schatzi und Frau. Oder umgekehrt, dass Schatzi der Chef ist und weiß ja nicht, wer da noch so im Bett liegt. Die Fragen wird er nicht beantworten können. Oder er ist gut gebrieft. Wenn er gut gebrieft ist, habe ich kein anderes Problem, dann habe ich keine andere Vorgehensweise. Weil wenn der gut gebrieft ist, werde ich ihm ein Konzept präsentieren und dieses Konzept wird den Anforderungen, die der Chef weitergegeben hat, entsprechend honorieren. Die Frage ist, die ganz fetten Aufträge werden sowieso nie mit Einzelpersonen vergeben. Das heißt also, du bekommst, also wir hatten jetzt gerade das Gespräch bei einem großen E-Procurement-Anbieter, der so sein ganzes Ding aufbauen wollte. Da lief natürlich das erste Gespräch. Erstmal, der Chef hat gesagt, wir wollen was. Dann rief der Marketingmann an und sagt, okay, dann schicke ich Ihnen jetzt mal, was wir haben, dann können Sie sich das angucken und dann machen wir mal einen Termin. Und da saßen dann 12 Leute am Tisch, plus uns.
Und da ist die Vorgehensweise dieselbe. Nur, dass du natürlich 12 Leuten zuhören musst. Und bei 12 Leuten, deren Befindlichkeiten und die Dinge dir anhören musst, die die haben. Und wir haben auch viele andere. Ich habe mit einer Kollegin die Tage gesprochen, die hatte ein Projekt und da war der Typ, der die Internetseite betreute, gar nicht dabei. Das wäre der Erste, den ich dazu. Ich sage, wer kümmert sich im Moment um die Seite? Und wenn da nicht kommt eine Agentur, die extern ist, sondern ein Mitarbeiter, dann hole ich den mit ins Boot, um direkt zu erfahren, was denn seine Probleme sind in der täglichen Arbeit, weil der erfährt, was ist die tägliche Arbeit und der erfährt die täglichen Probleme. Und dann bin ich wieder an genau dem gleichen Punkt. Dann habe ich die Aufgabe, aus all diesen Dingen, die da auf mich einprasseln, und das ist tierisch anstrengend bei 12 Leuten, weil die haben natürlich alle andere Prioritäten, aber ich finde es gut, weil ich erfahre noch viel mehr. Und dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo du danach auf jeden Fall deine Klamotten packst und nicht sagst, was die Lösung ist, weil du kannst sie gar nicht haben, weil es so viel Input, dann musst du auf jeden Fall gehen. Je größer der Kunde ist, umso wichtiger ist diese Vorgehensweise. Zuhören, verstehen, Konzept entwickeln und dann die Lösung präsentieren. Und nicht nur eine Lösung, sondern mehrere Lösungen. Ja? Weil es gibt Alternativen dann auch dazu. Ne? Du kannst verschiedene Varianten dessen, der abgespeckte Editor, der kann für andere Leute anders aussehen, da kann ein Toggle drin sein, wo noch Sachen aufgerufen werden, aber wichtig ist, darüber nachzudenken, was können hier Lösungen sein und die auch präsentieren, visualisieren und mitbringen und vernünftig präsentieren, sodass der Kunde oder jeder Einzelne des Kunden dann sagen kann, ja, alles klar, genau, das hatte ich ja gesagt, das ist in dem Ding ausgearbeitet. Je größer der Kunde ist, umso wichtiger ist das. Natürlich ist es nicht so einfach, über die vorgeschalteten Leute in ganz großen Marketingagenturen an diese Sitzung überhaupt dranzukommen. Und da sind ja teilweise noch straighte Regeln, was nachher in Richtung Pitch geht und so. Aber trotzdem, wenn du in den Pitch gehst, musst du ja vorher auch viele, viele Informationen sammeln, um da ein gutes Konzept zu präsentieren. Und wenn du da genau weißt, wo die hinwollen, dann ist das bares Geld wert. Du musst einfach verstehen, worum es geht bei dem Auftrag. Oder? Das ist natürlich dann die optimale Variante, wenn du erkennst, was da noch viel besser ist. Also sprich, das eine Problem lösen, was die haben, und den obendrauf noch ein Sahnehäubchen geben. Zu sagen, also wir haben erkannt, ja, klar, muss mal ein bisschen was an der Internetseite gemacht werden, aber wie ist es denn überhaupt mit Lead-Generierung? Was passiert denn überhaupt? Da wird euch Gedanken gemacht, was für ein Workflow da sinnvoll ist und wie ihr das machen wollt und wie das verarbeitet wird. Und da haben wir ein interessantes Konzept für euch ausgearbeitet, weil da scheint ja bisher nicht viel gemacht zu haben. Das war in den Gesprächen nicht erkennbar, halten wir aber für wichtig. Und dann kannst du das mitpräsentieren. Und dann hast du nicht nur die Problemlösung, sondern noch einen Grund mehr bei dir zu kaufen, weil du hast mehr als nur die Problemlösung. Du hast noch ein Extra, du hast einen Bonus. Extra Leben im Game. Also auch das geht. Also da sehe ich keinen Unterschied vom Kleinen zum Großen. Ne? Erreichen, also je mehr Geld in ein Projekt reingesteckt wird, umso unspezifischer wird das geworden. Das ist ein Ziel, das ist ja ein Problem, das Ziel zu erreichen. Ja, genau, aber das ist dann, du gehst da nicht sehr auf die Einzelheit. Also, gerade bei den Kleinen habe ich das Gefühl, dass sie probieren, dass sie sich tatsächlich richtig damit beschäftigen muss, teilweise. Bei den großen Medien, komischerweise. Also, je größer so eine Firma wird, desto mehr muss man sich, aus meiner Erfahrung heraus, je größer so eine Firma wird, wenn man dann mit Aufsichtsräten und solchen Leuten irgendwann mal zu tun hat, muss man die graue Evidenz aus dem Ganzen rausfinden. Ist nicht einfach, weil viele von denen behaupten, sie dürfen das entscheiden, aber letztendlich, wenn sie alle am Tisch sitzen, dann sieht man, wenn irgendwas gesagt wird, gehen die Augen immer in eine Richtung. Ist das, was ich da gesagt habe, passt das oder passt das nicht? Und letztendlich, die ganz oben sitzen, haben von der Materie selber, haben ja überhaupt keine Ahnung. Die wissen gar nicht, was ist. Die sagen nur, was kostet das Ding, was bringt uns das Ding und wie schnell ist das umsetzbar und wie viel verdienen wir da dran. Ja. Das ist das, was die interessiert. Alles andere ist denen da oben ganz wurscht. Und das ist ja relativ simpel, wenn du vorher eine Zieldefinition hast, wie auch immer aussieht, dann kannst du auf diese Zieldefinition hinarbeiten. Natürlich gehört in großen Unternehmen auch immer eine Menge Politik und eine Menge Analyse dessen, wer entscheidet hier, da hast du ganz recht. Das sind Faktoren, die noch in einem ganz anderen Bereich spielen. Da hat auch viel, wie sagte mal mein Arzt, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat. Da hat viel damit zu tun,
wie läuft das, über wen läuft das und hast du, bist du jetzt gerade an der richtigen Stelle eingestiegen oder hat die Agentur XY gerade durch Zufall den Mann an der Angel, der wirklich entscheidet und der dem Chef zuflüstert, wer es denn wird. Das ist natürlich nochmal eine andere Komponente, aber meines Erachtens nach, ohne die Analyse dessen, was du denn eigentlich abzuliefern hast, wirst du bei keinem Kunden in keiner Größe erfolgreich sein. Mit Glück. Die Frage, was bringt mir das? Oder was bringt das der Firma? Das ist eine, die muss ich immer beantworten können. Also scheißegal, ob das ein Blumenladen um die Ecke ist oder ein multinationaler Konzern. Wenn ich das nicht mache, also das unterstützt so ein bisschen deine Richtung, ich würde nur noch viel weiter gehen. Das ist das nicht nur der das Betrachtungsobjekt nur die Webseite ist, sondern eigentlich fühle ich mich immer aufgefordert, das dahinter auch nochmal zu kapieren. Weil es kann ja mal rauskommen, wenn ich sage, irgendwie so, du bist ja Matratzenladen völlig falsch, geh mal zum Bäcker nebenan. So. Ja, keine Frage. Also natürlich. Die Frage muss die grundsätzliche Frage, also es ist natürlich heutzutage auch so, das fängt schon damit an, dass ich heutzutage sage, weißt du, Joomla ist für dich nicht das Tool der Wahl, aber da sind wir schon beim Tool, zu entscheiden, welches Tool ist das richtige überhaupt. Also es kann ja auch kommen, dass du sagst, mach mal erst mal was anderes und dann kann man später mal über Internet nachdenken oder über irgendwie Marketing nachdenken. Das Thema. Aber das wirst du ja auch feststellen, wenn du dich damit beschäftigst, was der gerade von dir will, wer der ist und wo die Lösungen sind. Wenn du natürlich sehr früh feststellst, weißt du, mit dem brauchst du gar nicht zusammenzuarbeiten, weil der hat die grundlegenden Sachen noch nicht zu tun, verstanden, der schreibt Matratzenladen vorne dran und verkauft Brötchen, dann wirst du halt relativ schnell sagen, weißt du, ich kann dir jemanden empfehlen, der berät dich mal in Sachen Geschäftskonzept und dafür, wenn dann nachher Bäckerei vorne dran steht, dann machen wir eine geile Internetseite. Klar, aber das sind natürlich ganz grundlegende Probleme, auf die wir auch immer wieder stoßen, weil gerade die kleinen Agenturen werden natürlich auch oft so als Allround-Dienstleister angesehen. Wir machen nicht nur SEO-Beratungen, sondern auch Lebensberatungen und das ist halt, wir kennen uns im Netz aus und damit kennen wir auch das Leben und dann wollen die halt von uns alles wissen. Klar, das wissen wir auch, das erleben wir alle und je kleiner die Firma ist, umso schwieriger ist das. Aber insgesamt halt geht es wirklich darum zu verstehen, wo geht's hin, den Kunden zu analysieren und da kommen eben auch dann so Sachen raus, wo das ist schwierig. Ob der meine Rechnung bezahlen kann mit Brötchen verkaufen, wenn er meint, er hat Matratzen. Wird wohl nicht funktionieren. Das ist natürlich nochmal eine Schiene, das ist mal ganz anders. Es ging hierbei runterzubrechen, was ist der Kernpunkt, ohne den ihr eigentlich bei keinem Verkaufsgespräch auskommt. Und das ist zu verstehen, mit wem habe ich zu tun, das umzusetzen in einem Konzept und dieses Konzept auch visuell nachvollziehbar für den Kunden dann vorzustellen. Das ist der Weg, wie ihr Projekte verkauft und wie ihr beim Kunden ankommt. So, jetzt mache ich Schluss, glaube ich.